Und jetzt aus der Universität des Saarlandes, Orga TV, der Sender im Internetformat. Hallo, herzlich willkommen zu Orga TV. Unser Thema heute ist das CHE-Ranking. Dafür haben wir uns zwei Studiogäste eingeladen. Ich begrüße einmal unseren Universitätsprofessor, Herr Linneweber. Hallo. Hallo. Und den stellvertretenden AStA-Vorsitzenden, Dominik Bild. Hallo. Doch bevor wir jetzt mit unserer Diskussion zum Ranking starten, kommt wie immer für euch zunächst die Orga-News. Noch bis 15. Juni können sich Bachelor-Absolventen und Studienfachwechsler der Informatik, Mathematik, Physik, Elektrotechnik und anderer verwandter Fächer für den interdisziplinären Masterstudiengang Visual Computing an der Universität des Saarlandes bewerben. Als erster Studiengang in Deutschland vermittelt dieses Masterstudium das breite theoretische und praktische Fachwissen, das man benötigt, um digitale Bilder zu erstellen, zu verarbeiten und zu analysieren. An dem englischsprachigen Studiengang, der im Herbst 2006 gestartet wurde und auf 4 Semestern angelegt ist, sind die Informatik, Mathematik und Mechatronik der Universität des Saarlandes beteiligt. Am Mittwoch, den 2. Mai, eröffnet im Sprachenzentrum der Universität Saarbrücken die Fotoausstellung Meine Zeit im Ausland des International Office der Saar-Uni. 38 Studierende zeigen Impressionen ihrer Auslandsaufenthalte, um anderen Studierenden Lust und Mut zu machen, selbst hinauszugehen. Zusammen mit der Fotoausstellung startet ein Online-Fotowettbewerb, dessen Sieger am 19. Juni gekürt wird. Neues vom Hochschulsport. Das Hochschulsportzentrum stellt neue internetbasierte Lehr-Lern-Module zu den Themen Dehnen, Kräftigen und Mobilisieren vor. Das Projekt Uni in Bewegung Online wurde vom Hochschulsportzentrum entwickelt. Dieses Projekt wurde im Rahmen des Förderprogramms Anreizorientierung E-Learning konzipiert, welches den Einsatz von neuen Medien in der Lehre fördert. Ziel des Projektes ist es, Bewegungsmangelerkrankungen, die durch das lange Sitzen im Studienberufsalltag hervorgerufen werden, vorzubeugen. Interessierte können sich unter der Internetadresse www.unisaarland.de/hochschulsport informieren. Anfang April wurde das CHE-Ranking veröffentlicht. Dabei wurde die Ausstattung der Hochschulen in Deutschland untersucht und die Saar-Uni landete auf dem letzten Platz. Wir wollen heute darüber diskutieren und fragen, ist die Saar-Uni wirklich so schlecht wie Ihr Ruf? Herr Linneweber, wie bewerten Sie die Ergebnisse des Rankings? Ich nehme es sehr ernst, aber muss es auch zugleich relativieren. Also es wurde nicht die Ausstattung untersucht, sondern es wurde das Urteil Studierender über die Ausstattung untersucht. Das ist für uns schon ein gewisser Unterschied. Auf einem letzten Platz zu landen ist extrem hässlich. Und in der Bewertung dieses Abschneidens, das war ja eigentlich ein aggregiertes Ranking über verschiedene fachspezifische Rankings hinweg, nur zu diesem Faktor Ausstattung. In der Bewertung muss man unterscheiden zwischen dem Eindruck, der entstanden ist, nicht nur im Saarland, sondern bundesweit. Das ist eigentlich das, was mir am meisten Bauchweh bereitet, gerade im Hinblick darauf, dass wir jetzt eine Zeit haben, wo Schülerinnen und Schüler überlegen, wo werde ich denn mal studieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man in der Tat das Ranking ernst nehmen muss oder zumindest bereit sein, es ernst zu nehmen, vor dem Hintergrund, dass man sagt, das sind Urteile einer Vielzahl von Studierenden. Und wenn die etwas monieren, dann ist das ein Thema für uns. Also wir können das nicht vom Tisch wischen. Zugleich müssen wir aber auch uns fragen, ob es einigermaßen zuverlässig ist, was da an Daten zustande gekommen ist, ob es gültig ist, also empirisch Arbeitende wissen, wovon ich spreche. Und da habe ich dann doch den einen oder anderen Zweifel. Ich kann das gerne dann später ausführen, muss das jetzt nicht schon an einer Stelle machen. Gerne. Was sagt denn der AStA der Universität zu den Ergebnissen? Ja, natürlich, also wir finden das Ranking an sich
natürlich Rankings, man muss dir nicht 100% letztendlich vertrauen. Aber ich denke, wenn man bei so einem Ranking auf dem letzten Platz landet, dann ist es doch irgendwie doch schon ein Grund, dass man sich da Gedanken machen soll, was da genau passiert ist. Und auch der Punkt, dass es Studierende war, dass es ein Eindruck von Studierenden war über ihre Universität, das sollte uns auf jeden Fall zu denken geben. Ich meine, wenn Studierende denken, dass hier der Ausstattung, Räume, IT und so weiter, dass das dann nicht gut gefunden wird für den Studierenden. Wenn die Studierenden sagen, das gefällt uns nicht, da würden wir gerne Verbesserungen sehen, dann denke ich, dass man sich da nochmal genau zusammensetzen soll und schauen, wie sieht es denn aus genau mit der Ausstattung, was für einen Stellenwert hat die Ausstattung und wie können wir das besser vernetzen mit der Lehre, um ja, dann auch für die Studierenden einen Mehrwert zu haben. Also, dass man vielleicht auch uni-intern eine Umfrage starten würde oder einfach mal eine Liste anlegen würde und mal sagt, hier entstehen Mängel und was können wir dagegen tun? Ja, ich denke auch, dass man die Studierenden befragt, dann Professoren, Mitarbeiter und dass man sich mal ganz genau dann anschaut, wie sieht das aus, dass man, Herr Lindeweber hat ja auch schon gesagt, dass nicht alles untersucht worden ist, dass wir wirklich alles anschauen, Punkt für Punkt durchgehen und dann sehen, wo ist jetzt am dringendsten Bedarf und da denke ich, sollte man auch die Studierenden anhören. Ich bekomme selbst immer mit, dass manche Studierende ziemlich frustriert sind über einzelne Sachen, sich dann an uns wenden und dann Wünsche haben, dass wenn zum Beispiel ihre Bibliothek schlecht ausgestattet ist, dann bekommen wir das mit. Also wir bekommen dann halt die negativen Reaktionen mit, also wenn es nicht in unseren eigenen Fachbereichen ist. Wie ist das bei Ihnen, Herr Lindeweber? Wie nehmen Sie negative Reaktionen wahr? Wie wird das an Sie herangetragen, in diesem Fall jetzt auch zum Beispiel? Also ich höre von meinen Kollegen große Besorgnis im Hinblick auf den Matrikulationstermin 0708. Jetzt im Sommersemester haben wir nichts gesehen, im Gegenteil, also wir haben leichten Zuwachs an Studierenden im ersten Fachsemester zu erwarten, aber das sind natürlich nur ganz kleine Zahlen, weil nur wenige Studiengänge zum Sommersemester immatrikulieren. Also von Kollegen Besorgnis, von Ehemaligen höre ich Aussagen wie, na, ich war nach 10 Jahren zum ersten Mal wieder in der UB und dachte, ich sehe nicht recht, das sieht alles noch so aus wie damals. Also ich erhalte Signale über einen deutlichen Innovations- und Renovierungsstau. Das betrifft den Campus Homburg ganz besonders. In Homburg haben wir lange auf einen Masterplan gewartet, der ist jetzt endlich da, sodass wir jetzt wissen, was wir anfassen können und wo wir nicht Gefahr laufen, wir renovieren jetzt was, was in 3 Jahren abgerissen wird. Das ist natürlich auch immer so. Andererseits ist es so, dass wir auf dem Campus Saarbrücken viele Baustellen haben, das sehen Sie, was ja eigentlich uns positiv stimmen sollte, weil das sieht man ja, da geht es voran. Baustellen sind aber auch störend und das schlägt sich dann natürlich auch in so manchem Urteil nieder. Es ist so, wir haben mehrere Dinge unternommen, seit wir dieses Ranking gelesen haben. Wir haben zunächst mal uns sehr schnell mit dem Master in Verbindung gesetzt und wollen versuchen, das Studierendenurteil auf viel breitere Füße zu stellen, als das in dem Ranking der Fall ist. Ich habe mir das Ranking im Detail kommen lassen, habe heute zum ersten Mal längere Zeit mich damit beschäftigen können. Es kam gestern an und ich habe heute alle, Sie sehen, das ist wirklich ein relevantes Thema. Man muss wissen, es gibt teilweise Mittelwerte, die sind entstanden auf einer Datenbasis von 6 Befragungen von einem ganzen Studiengang. Ich will das damit nicht vom Tisch wischen, denn das Wesentliche ist, dass es eben unterm Strich oder über alle gemittelt sehr schlecht für uns aussieht. Aber für eine Schwachstellenanalyse ist die Datenbasis zu dünn. Deswegen machen wir, und da hoffen wir sehr auf die Unterstützung der Studierenden, eine Online-Umfrage zu erstens genau den gleichen Punkten, die im CHE erfasst wurden. Zweitens aber zu Punkten, wo wir glauben, gut zu sein, aber nicht als gut in Erscheinung zu treten. Das ist zum Beispiel die WLAN-Abdeckung auf dem Campus. Da sind wir wirklich gut. Und andere Dinge auch, wo wir Verbesserungen sehen. Wir haben aber auch beschlossen im Präsidium, wir nehmen jetzt wirklich eine Menge Geld in die Hand, um so rasch wie möglich
Und zwar völlig unabhängig jetzt von dem Thema Studiengebühren, wo wir ja auch mit den Studierenden im Gespräch sind, um gerade den Bereich Lehre zu verbessern, oder nee, nicht gerade, ausschließlich den Bereich Lehre zu verbessern, aber gerade eben auch Hörsaalausstattung, was wir beschlossen haben schon, es wird jetzt demnächst eine Ausstattung auch der kleineren Räume mit Beamern geben beispielsweise, es wird eine Ausstattung geben der Räume mit, die dann das Label tragen kann, interaktive Hörsäle, das heißt also die Studierenden werden die Möglichkeit haben, auf so einer kleinen numerischen Tastatur bestimmte Dinge einzugeben, die dann in Echtzeit ausgewertet werden, im Jura-Bereich spannend, aber auch in anderen Bereichen, bis hin zu einem wirklich sehr innovativen Vorhaben, wo man so eine intelligente Tafel hat. Man schreibt eine Funktion an die Tafel und es wird sofort diese Funktion grafisch dargestellt. Okay. Das, was an der Tafel stand, wird gespeichert, sodass die Studierenden eigentlich gar nicht mehr mitschreiben müssen, es sei denn, sie machen es aus Sicherheit oder warum auch immer. Das heißt also, es gibt viele Projekte, die wir jetzt anfassen und wir haben im Präsidium beschlossen, dass wir die Mittel, die wir im Moment für Berufungs-, zur Erfüllung von Berufungszusagen über Jahre gestreckt haben, dass wir die im Vertrauen darauf, dass der Haushalt so wird, wie wir uns wünschen, zumindest in die Richtung geht, die wir wünschen, dass wir diese Mittel nehmen und jetzt ein Sofortprogramm machen, Ausstattung. Teilweise sind das Dinge, die mit relativ geringem Umfang zu machen sind, beispielsweise Verlängerung der Öffnungszeiten der Bibliotheken, bessere Wartung und Pflege von Rechnerpools. Auch da, also in den Rankings, die ich mir bislang intensiv angeguckt habe, sehe ich Kritik, dass Rechner einfach nicht ordentlich gewartet werden oder nicht rechtzeitig erneuert werden. Teilweise sind auch Sachen, wo man sagen muss, das ist eine Ästhetikfrage. Also einfach mal mit geringem Aufwand in einem Raum die Wände weißen oder das Mobiliar zumindest mal harmonisieren. Ich höre da von Räumen, Seminarräumen, das sieht so aus wie so eine Stuhlausstellung. Also man hat da inzwischen so viele komische, kunterbunt runde Stühle rumstehen, dass man sagt, also wo sind wir hier eigentlich? Es gibt diverse Räume, da haben wir 10, 12 verschiedene Exemplare, wahrscheinlich aus den letzten 5 Jahrzehnten. Richtig. Und das ist manchmal nur eine Sache, dass man das auch entmischt. Dass man also, aber Sie wissen es selbst, wie das ist, wenn Sie eine überfüllte Veranstaltung haben, dann holt man da einen Stuhl, da einen Stuhl. Und wenn ihr keiner zuständig ist, das wieder ordentlich zu platzieren, dann haben wir dann so ein Gemischtwaren. Das heißt also, wir analysieren das vorhandene Ranking, um zu verstehen, wie sie die Daten zustande gekommen. Wir machen ein paralleles, intensiveres über das Internet unter Einbeziehung sowohl der Fragen als auch zusätzlicher, von denen wir glauben, dass sie wichtig sind, nicht um uns zu verteidigen, sondern um zusätzliche Informationen zu kriegen, auch um Schwachstellen analysieren zu können. Und wir fangen jetzt schon an zu investieren in Bereiche. Das auch selbstverständlich vor dem Hintergrund der Studiengebühren, denn das ist eine Katastrophe, wenn ich mir vorstelle, im Herbst kommen Studierende, die dann irgendwann, vielleicht haben sie es ja nicht gesehen, und kriegen sie das Ranking vorgehalten und sagen, sag mal, du gehst an eine Uni, wo du Studiengebühren zahlst und triffst solche Bedingungen. Ich denke, da besteht halt die Gefahr, zumal wir dann noch Rheinland-Pfalz als Grenzland haben, die noch keine Studiengebühren eingeführt haben. Und damit werben. Und dann in dem Moment sagt sich der Studierende dann, naja, gehe ich doch lieber dorthin. Genau. So, wir waren natürlich auch auf dem Campus unterwegs und sind mal auf Stimmenfang gegangen, was denn die Studierenden zu dem Ranking gesagt haben. Schaut euch das doch mal an. Film ab. Anfang April wurde vom Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE, eine Studie zur Ausstattung der Hochschulen aus Sicht der Studierenden veröffentlicht. Dabei landete das Saarland im Bundesvergleich auf dem letzten Platz. Besonders negativ wurden die IT-Infrastruktur, die Labore und die Räume der saarländischen Hochschulen bewertet. Wie zufrieden bist du mit der Computerausrüstung, mit der Bibliothek in eurem Fachbereich? Gar nicht. Lässt alles sehr zu wünschen übrig. Die Bibliothek ist es im Winter super kalt, im Sommer super heiß. Eine Klimaanlage wäre das Mindeste. Und auch die Tische und die Stühle sind wirklich schrecklich. Wenn man da den ganzen Tag sitzt, kriegt man, glaube ich, mal einen Bandscheibenvorfall.
Und auch müssen mehr Gruppenarbeitsräume oder Seminarplätze zur Verfügung gestellt werden. Das reicht hinten und vorne nie aus. Ja, da bin ich sehr zufrieden. Also die Ausstellung ist wunderbar. Viele Bücher, aktuelle Bücher, ist ja auch das Wichtige. Gerade für Jura, wir haben immer den neuesten Aufsätze parat. Und unsere Seminarbibliothek ist schon spitze. Sieht man ja auch bei dem C-Ranking, dass die da wunderbar abgeschnitten hat. Und also da kann man schon zufrieden sein damit. Ja, ich habe jetzt keinen großen Vergleich zu anderen Unis. Ich war schon in anderen Seminarbibliotheken, die sind wesentlich überfüllter und größer. Und daher denke ich schon, dass das Ranking fair ist und auch gut getroffen, dass Saarbrücken an Platz 3 steht, zum Großteil. Und ja, doch, die Uni ist schon spitze hier für Jura. Ja, wie steht denn der Aster zu dieser ganzen Geschichte jetzt? Naja, also ich denke, man hat aus dem Ranking sehen können, dass manche Sachen nicht gut laufen. Manche solcher Sachen, die ich mir auch angeschaut habe, haben mich ein bisschen gewundert. Zum Beispiel die Raumausstattung soll besser sein als die der IT. WLAN hätte wir uns angesprochen. Es gibt Sitpuls. Und ich denke, weiß nicht, wie man das pauschalisieren kann oder miteinander bewerten kann, aber ich denke, was wichtig wäre zu verbessern, wäre zum einen die Bibliotheken, die SULP, dann die Fachbibliotheken und die Räume. Das haben wir ja auch gerade im Beitrag gesehen, dass es manchmal wirklich schlecht aussieht in den Räumen. Nun ist es nicht so, dass es nur schlecht aussieht, dass es ungepflegt aussieht. Es ist auch so, dass mir ist es selbst passiert, dass ich in einer Vorlesung war, vor ungefähr 2 Jahren, da haben die Plätze nicht ausgereiht. Das heißt, man hätte entweder gehen können oder sich hinstellen oder auf den Treppen sich hinsetzen können. Das, denke ich, ist ja wirklich eine Mindestvoraussetzung, dass in den Vorlesungen die Räume reichen. Es kommen ja eh nicht alle Studierenden da zu den Vorlesungen, und wenn mal viele da sind, dann sollte man eigentlich auch einen Raum finden. Herr Lindewehr hat es schon gesagt, dass man vielleicht einfach ein bisschen mehr Flexibilität haben sollte. Und ich denke, da kann man auch genug flexibel zu sein aus, was der einen Fakultät, wenn da ein Raum nicht ausreicht, dass man da schnell eine Lösung findet, am besten schon nach den ersten beiden Vorlesungen, wenn man merkt, es geht wirklich nicht, die Leute kommen immer noch, dass man einfach dann in ein anderes Gebäude umzieht. Ich denke, das ist auch nicht ein Problem. Die andere Sache ist zum Beispiel auch die Ausstattung von Räumen. Es ist ungepflegt, es macht keinen guten Eindruck, eine schöne Lernatmosphäre hat man da auch nicht. Das heißt, man kann mit wenig Aufwand mehr machen. Was ein bisschen mehr Aufwand ist, das sind die Bibliotheken, das ist ein bisschen teurer. Aber ich denke auch, dass man da auf jeden Fall schauen sollte, dass wirklich die Medien, Bücher, alles was es sonst gibt, dass man die aktuell hält. Das ist wirklich eine Voraussetzung, dass man lernen kann. Ich denke, das ist dann auch eine Sache, wenn wir jetzt gerade dieses Ranking haben, die Studierenden hier oder diejenigen, die bald hier studieren werden, die sehen das Ranking, sehen, die Ausstattung ist wirklich schlecht, also manchmal ist es auch berechtigt, und dann wird gesagt, so ja, vielleicht kommt die Universität jetzt auf den Gedanken, aus Mitteln von Studiengebühren da mal die Ausstattung zu verbessern. Und dass man da vielleicht im Vornherein schauen würde. Sie haben gesagt, Herr Lindewieber, Sie wollen andere Mittel dafür benutzen. Da wäre ich auch sehr stark dafür, dass wir das machen würden. Dass wir schauen, dass wir irgendwie die Mittel aus dem Haushalt herbekommen und dass wir wirklich da die Gelder für Studiengebühren nicht antasten. Sonst bekommen die Studierenden einfach den Eindruck, dass... Ich denke, da besteht eigentlich auch keine Gefahr, weil damit würde man sich ja grundsätzlich unglaubwürdig machen. Nein, wir nehmen ja auch die Politiker da sehr ernst. Die Studiengebühren dürfen den Grundhaushalt nicht ersetzen. Das ist unsere klare Position. Wir führen ja auch völlig getrennte Rechnungen. Das müssen wir auch schon machen, aus juristischen Gründen. Zu dem, was Sie sagen, wir sind eigentlich auf der Dimension Beurteilung von Plätzen, von Verfügbarkeit von Arbeitsplätzen, Seminarplätzen oder auch Plätzen in Hörsälen eher
eine Entspannung in den Rankings. Es kann durchaus sein, dass das ein oder andere Mal wir Engpässe haben. Wir wollen das versuchen im Vorfeld rechtzeitig zu erkennen, indem wir ja dieses Modul von HIS einführen, was eine Art Belegsystem ist. Das heißt, wir wissen nicht erst beim ersten Veranstaltungstermin kommen 20 oder 280, sondern wir haben durch das Belegsystem die Möglichkeit rauszukriegen, wie viele Studenten sind da zu erwarten in der und der Veranstaltung, sodass wir dann kurzfristig auch noch tauschen können und optimieren können. Ja, kann man sich schon großer Das kann ich jetzt noch nicht zum Wintersemester 07/08 versprechen, aber daran arbeiten wir, das wird es geben. Thema so, die ist, wie ich höre, seit 8 Jahren under construction und da gibt es natürlich bestimmte Dinge, die liegen geblieben sind aus Gründen, die auch wir nicht zu verantworten haben, wie beispielsweise es gab eine Analyse zu diesem ja auch im Bild gezeigten hässlichen Vorbau, Klein Kuba genannt von manchen anderen. Und dieser Vorbau ist der alte Verwaltungstrakt und da hatte man ursprünglich angenommen, man könne den sanieren, der steht übrigens auch unter Denkmalschutz. Und da ist das Problem wahrscheinlich. Ja, eines der Probleme. Und dann hat man festgestellt, dass die Bausubstanz viel schlimmer ist als gedacht, sodass die Preise für Sanierung und für Abriss und Neubau sehr nahe zusammengerückt sind. Und da ist meine Position die, wir werden das versuchen neu zu bauen im gleichen Stil, sodass der Denkmalschützer zumindest das Ensemble gewahrt sieht um den französischen Platz, nicht in den einzelnen Elementen, aber wir haben ja so eine 50er Jahre Fassade gegenüber in der Vielfach, also als Stilelement stilgerecht saniert. Und wenn wir diesen Teil da jetzt so gestalten, dass er einem modernen Bibliothekskonzept und einer modernen Universität entspricht, das sage ich jetzt gleich, wie wir uns das vorstellen, ich glaube, dann sind wir an der Stelle wirklich einen ganzen Schritt weiter. Was die Fakultät 1 angeht, sind wir ohnehin dabei, also in dem Gebäude sehr viel zu machen, was ja auch teilweise eben durchaus störend sein kann. Bevor wir zu den Vorschlägen kommen, haben wir noch ein paar weitere Interviews eingefangen und wie ihr sehen könnt, waren auch hier die Meinungen sehr verschieden. Ja, also ich finde die Computerausstattung im ZIP-Pool ist eigentlich Weltklasse. Also die Computer sind wirklich gut. In Hörsälen, also für Experimente, reicht's. Im ZIP-Pool bin ich übereinstimmend damit. Das ist auf jeden Fall sehr gut ausgestattet. Man hat Zugang von 7 Uhr morgens bis 24 Uhr abends mit der Karte, mit der UDS-Karte. Die Hörsäle sind soweit von der Ausstattung her angepasst, sage ich mal. Man kann Präsentationen, PowerPoint-Präsentationen oder so, kann man locker darstellen, ist kein Problem. Nur von der Einrichtung her. Also es müsste eigentlich grundsaniert werden, die ganze Hörsäle, die sind halt ziemlich ja, im miserablen Zustand. Die Bänke sind kaputt teilweise, die Wände sind nicht anschaubar. Es ist halt ziemlich marode alles. Aber ansonsten von der Ausstellung her ist es in Ordnung. In Zeiten von Studiengebühren und Bachelorabschlüssen ist das Image einer Hochschule wichtiger denn je und die Konkurrenz groß. Die Universität des Saarlandes sollte darauf achten, dass sie in manchen Fachbereichen nicht den Anschluss verliert. Also bei uns ist es im Moment eigentlich alles sehr gut, weil ich habe diesen Wandel mitbekommen, es wurde nämlich das ganze Gebäude umgebaut und es ist eigentlich jetzt topmodern. Das heißt, wir haben viele Rechner, wir haben Steckplätze für Internet, eigentlich sind alle Lernplätze ganz schön an den Fenstern, man hat einfach viel Licht zum Lernen und die Bibliothek ist super ausgestattet und die Hörsäle eigentlich auch. Aber vorher war es eben ziemlich schrecklich und bei uns wurde einfach renoviert, das hat auch alles ziemlich gut geklappt. Ich
denke, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und aus meiner Sicht ist es natürlich gut, weil wir jetzt ein neues Gebäude haben. Aber ich kenne auch viele andere Fachbereiche, wenn man mal in eine andere Bibliothek muss, wo es einfach sehr dunkel, sehr stickig ist und einfach die Lernbedingungen auch nicht gut sind. Also ich denke, es differiert einfach zu stark, um so ein Urteil fällen zu können. Und deswegen finde ich das mit dem Ranking auch nicht so gut. Es gibt sicherlich Bereiche an der Saar-Uni, vor allem bei den Räumlichkeiten, in denen dringend Handlungsbedarf besteht. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Fachbereiche, die sich mit ihrer Ausstattung wohl kaum vor denen anderer Universitäten verstecken müssen. Ja, Herr Lindeweber. Wie bewerten Sie jetzt die Meinungen der Studierenden? Also zunächst mal bin ich natürlich schon irgendwo auch erfreut und erleichtert, dass es durchaus auch Punkte gibt, die positiv gesehen werden. Ich glaube, das entspricht der Realität auch durchaus. Nochmal zum Ratings, die dem Ranking zugrunde liegen, sind da in zum Beispiel einem Studiengang X 300 Studenten angeschrieben worden vom CHE und davon haben teilweise 21 oder sowas geantwortet. Möglicherweise sehen sich diejenigen, die was zu kritisieren haben, ja auch eher veranlasst zu antworten, als diejenigen, die nichts zu kritisieren haben. Also ich würde die Studierenden auch ermuntern, wenn sie angeschrieben werden vom CAE oder von anderen Akteuren, die solche Rankings durchführen, dann äußern sie sich bitte. Also mir wird das also sehr gut gefallen, wenn wir Rücklaufquoten sehen würden, da deutlich oberhalb dessen, was im Moment gegeben ist. Es gibt Bereiche, wo wir schon höhere Rückläufe haben, aber es gibt eben auch welche, da liegt der Rücklauf bei 7,9% von den Angeschriebenen. Und die Angeschriebenen sind ja nur ein sehr kleiner Teil der Gesamten. Ja? Also das ist, sollte man nicht vergessen. Wir müssen vielleicht insgesamt, und ich sehe auch eine Notwendigkeit, so eine Corporate Identity zu stärken, in die Richtung gehen, dass die Studierenden wirklich die Saar-Uni als ihre wahrnehmen und dahinter stehen. Da gibt es ganz viele Dinge, an denen man arbeitet, haben wir aber auch alles schon angefangen in die Hand zu nehmen. Noch ganz kurz zur Sylt. Wir möchten da Räume schaffen, in denen kleine Gruppen von Studierenden arbeiten können. Ich habe ja so ein Mentorenprogramm im Sinn aus den Studiengebühren allerdings da. Das ist wirklich etwas, was man zusätzlich macht, was man sonst nicht machen könnte, wo ein 5-, 6-, 7. Semester eine Gruppe von Erst- und Zweitsemestern in dieses Studium hinein begleitet. Und die brauchen Räume, an denen sie sich treffen. Die können das natürlich gerne irgendwo am St. Johanner Markt oder auf der Norwis machen. Wir möchten es eben auch hier ermöglichen. Und da werden wir in diesem Traktor an der Sylt Räume haben, die man kurzfristig buchen kann. Meine Idee ist, dass das übers Internet geht. Man kann Zeiten reservieren, kann dann Code eingeben und kommt in den Raum rein. Die müssen gar nicht groß ausgestattet sein. Wenn die WLAN haben, ist das völlig hinreichend. Die brauchen eigentlich nur einen Tisch und eine gewisse Abgeschlossenheit, sodass man da in Ruhe reden kann. Es wird genauso in der, und solche Räume werden wir auch an verschiedenen anderen Stellen schaffen, nicht nur an der Sylt. Es wird in der Sylt dann aber auch noch Kabinen geben, die man mieten kann für eine gewisse Zeit. Moderne Uni-Bibliotheken haben sowas, wo man dann, wenn man beispielsweise seine Examensarbeit schreibt, seine Bücher da in dem Raum hat, schließt das hinter sich ab, vielleicht sogar noch seinen Rechner da stehen hat. Es ist sicher und man kann in diesen Raum wieder zurückgehen. Also so sehen moderne Bibliotheken. Ja, da wären auch viele dankbar. Ich habe jetzt auch gelesen, dass die Universität Konstanz hat zum Beispiel alle Fachschaftsbibliotheken, so die kleinen Bibliotheken, abgeschafft und hat alles in einem großen Gebäudekomplex konzentriert. Ja. Und ich denke, das wird auch vielen Studierenden... Kriegen wir da bloß nicht hin, aber was wir machen, wir clustern die Fachbereichsbibliotheken und haben damit längere Öffnungszeiten, mehr Betreuung und vielleicht auch ein bisschen mehr Flexibilität räumlicher. Der Asta, wie steht der? Hat er Aktionen geplant? Was habt ihr schon, irgendwelche Pläne geschmiedet, um auch irgendwie aktiv über das Ranking zu informieren, dass halt vielleicht teilweise die Sache auch nicht so repräsentativ ist? Ich meine, man hat es ja auch schon im Interview gesehen, dass nicht alle Studierenden so ein schlechtes Bild haben. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas vorhaben, dass wir sagen, das Ranking, das war jetzt ganz schlecht. Ich sehe es auch nicht so tragisch wie Herr Lindeweber, dass man jetzt einen massiven Imageverlust hier befürchten soll. Ich denke,
Es ist ein Anstoß, wenn man es liest. Ich denke, jeder Student kann das selber entscheiden, wie sieht es denn aus und so. Bin ich nur damit zufrieden, aber es ist was zum Nachdenken und das ist wichtig. Und wenn wir jetzt zu dem Punkt gekommen sind, dass wir sagen, ja okay, wir fragen zur Ausstattung einfach unsere Studierenden, dann ist doch das eigentlich ein guter Anstoß, da dem weiterzugehen. Wir werden es dann auch mit der Uni-Verwaltung, mit Ihnen, Herr Dinneweber, auch zusammensetzen und schauen, ob wir dann gemeinsam eine Umfrage machen können. Das, denke ich, sollten wir für unsere Studierenden machen, dass wir auch sehen, dass was getan wird, dass wir ein bisschen mehr Dynamik haben, dass wir die Sachen angehen. Ich denke, das muss auch vor Einführung der Studiengebühren sein, dass wir wirklich zeigen, dass die Universität zeigt, es passiert was, auch davor, auch in Bereichen, die wir jetzt nicht mit Studiengebühren finanzieren, dass unsere Studierenden auch ein bisschen zufriedener sein können und wirklich dann nicht ab dem Wintersemester mit einer ganz schlechten Einstellung reingehen ins Studium, weil sie bezahlen müssen. Ich denke, für die Studierenden ist es wichtig, dass sie sich betreut fühlen, dass die Universität macht, was sie kann. Und wenn wir jetzt damit anfangen, dann denke ich, dass man da ein Konzept zusammen schaffen kann und unsere Modi dann ein bisschen moderner gestalten kann. Ja, Sie haben auch schon einige Punkte angesprochen von dem folgenden Interview. Wir haben Herrn Germelmann vom Lehrstuhl Marketing kurzfristig noch befragen können. Und wie seine Meinung zu dem Ranking ist, seht ihr jetzt. Ich freue mich sehr, dass sich Herr Dr. Germelmann Zeit für uns genommen hat. Er arbeitet am Institut für Konsumenten- und Verhaltensforschung am Lehrstuhl von Frau Prof. Dr. Kröppel-Klein. Sie hatten im Rahmen eines Seminars das Thema Hochschulmarketing und haben sich dort auch mit dem Thema Hochschulrankings auseinandergesetzt. Können Sie uns Ihre Meinung zu Hochschulrankings allgemein kurz erläutern? Grundsätzlich halte ich für Rankings für durchaus wichtig, denn Studierende orientieren sich immer stärker an solchen Rankings. Man muss allerdings dabei bedenken, dass Rankings keine Naturgesetze darstellen. Es fällt zum Beispiel auf, dass die Universität des Saarlandes überall dort sehr gut abschneidet, wo objektive Kriterien eine Rolle spielen. Dort, wo aber subjektive Kriterien, Studierendenurteile in besonderer Weise in den Vordergrund treten, schneidet die Universität schlechter ab. Und das zeigt, dass solche Rankings keineswegs immer eindeutig sein müssen. Sie hatten jetzt gerade die Universität des Saarlandes angesprochen. Es gab jetzt das CHE-Ranking, bei dem das Ausstattungsmerkmal, bei dem das Merkmal der Ausstattung der Hochschulen betrachtet wurde. Und die Saar-Uni schnitt hierbei sehr schlecht ab, landet im Bundesvergleich auf dem letzten Platz. Wie können Sie sich das erklären? Zunächst einmal muss man dazu sagen, es waren alle Universitäten des Saarlandes zusammen, die dort auf den letzten Platz kamen. Es war ein Bundesland-Ranking. Ich denke, ein Grund könnte sein, dass hier rein subjektive Urteile in die Bewertung eingeflossen sind und dass die Studierenden möglicherweise ihre Unzufriedenheit mit manchen Ausstattungsmerkmalen auf diese Weise kundtun wollten, ohne zu beachten, dass dies möglicherweise auch Image-Schwierigkeiten haben könnte und dass man solcherlei Fragen vielleicht auch auf anderer Ebene politisch oder universitätsintern klären kann. Hinzu kommt, dass auffällt, dass gerade die ostdeutschen Universitäten, die ostdeutschen Bundesländer, auf den ersten Platz und auf die ersten Plätze kommen. Das liegt sicherlich auch daran, dass nach der Wende sehr hohe Geldbeträge für die Universitätsausstattung in den Osten geflossen sind, was ja durchaus gut ist, aber auch erklärt, warum die Ausstattung dort sehr viel besser ist. Bedeutet das, Sie würden Studierenden empfehlen, generell an Rankings nicht teilzunehmen oder, ich sag jetzt mal ganz frech, zu lügen über die Ausstattung? Zu lügen würde ich nicht sagen. Ich würde mir nur sehr gut überlegen, was andere Universitäten tun. Ich weiß von bestimmten Universitäten, dass dort die Studierenden vom ersten Semester an geradezu geimpft werden, positiv über die Universität zu sprechen, egal welche Meinung sie selbst haben, und Probleme eher universitätsintern zu klären. Das ist der Wettbewerb, den wir uns stellen müssen. Das ist die Konkurrenzsituation und das sollte man einfach im Kopf haben, wenn man solche Rankings beantwortet. Herr Dr. Germelmann, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Gerne. So, wir sind jetzt auch fast schon am Ende unserer Sendung. Was ich noch auf dem Herzen habe, möchte ich auch noch gerne sagen, was Herr Linneweber auch angesprochen hat. Also unter Umständen kommen ja bei Befragungen nur, was weiß ich, 1% aller Zettel zurück. Also wenn ihr zufrieden seid mit eurem Studiengang, dann schickt doch auch einen positiven Zettel in Zukunft zurück. Dann stehen wir schon ein bisschen besser da.
Letzte Worte, Herr Linneweber. Ja, direkt ergänzend, und wenn Sie unzufrieden sind, dann bitte zunächst mal an uns, gerne auch an mich persönlich. Also wir müssen es wissen, das ist ganz wichtig. Nur zur Einschätzung, das ist ja nun nicht ein Ranking, was in den letzten Monaten gemacht wurde und den Status quo abbildet, sondern das ist eine Sekundäranalyse einer Vielzahl von Rankings aus den letzten Jahren. Ja, es geht bis 2004 zurück, glaube ich. Richtig, richtig. Und das darf man nicht vergessen. Das heißt also, wir sind vielleicht inzwischen sogar schon besser, aber andere sind möglicherweise auch besser. Ja, das ist einfach so. Okay. Herr Witt? Ja, also nochmal an unsere Studierenden, wurden gerade aufgefordert, sich an die Univerwaltung, an Herrn Linneweber zu wenden. Ihr könnt euch gerne natürlich auch an uns wenden, an eure Fachschaften. Also eure Vertretungen sind für euch da. Wir nehmen auch eure Wünsche ernst. Und dann umfragen Sie sowas. Ist natürlich schöner, wenn wir, die Studierenden, das mitbekommen, eure Vertretung oder die Univerwaltung. Ich denke, dann können wir auch da selbst gut rangehen und mit den anderen Leuten hier ein paar Lösungen suchen. Gut, das war's diese Woche mit OrgaTV, also fast. Noch eine Sache in Eigenwerbung. Hallo Papa, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Und jetzt kommt noch unser Servicebeitrag, wie versprochen jede Woche für euch, WG zimmerfrei. Bis nächste Woche, tschüss! Hier in dieser schönen WG, die wir heute vorstellen. Und du möchtest vielleicht auch hier wohnen? Und jetzt sage ich dir, wie du sein solltest. Nee, also ganz nett wäre es natürlich, wenn du so ein bisschen WG-Erfahrung hättest, aber das ist nicht Voraussetzung, aber auf jeden Fall mit uns reden würdest, wenn du mal ein Problem mit uns hättest, ne? Wenn irgendwas nicht passt. Was nicht geht, ist aggressives Verhalten oder, sagen wir mal, Streitlustigkeit oder Lästerei hinterm Rücken, das finde ich nicht gut. Ich bin Severina und wollte kurz das Zimmer vorstellen. Das Zimmer kostet 206 Euro monatlich, plus Kaution 2 Monats Mieten, 260 Euro. Wir haben Internet, Telefon, also noch 11 Euro zusätzlicher Kosten. Ja, die WG ist eigentlich super toll. Wir haben insgesamt 160 Quadratmeter. Und Balkon und super Küche und Waschmaschine, ist alles vorhanden eigentlich. Ich bin Christian, meine Hobbys sind Reiten, Schwimmen, Lesen und später möchte ich einmal Tierärztin werden. Das ist unser Badezimmer. Wie man sieht, steht hier überall Krams rum, das ist aber nicht wirklich schlimm. Und ja, komm vorbei, stell dich vor, das wäre toll. Also,
mein Name ist Bettina. Ich wohne hier auch in der WG. Ich studiere Phonetik, Japanisch und Germanistik. Und wir suchen eine Mitbewohnerin, einen netten Mitbewohner, der aufgeschlossen ist, zu uns passt. Ja. Wie sollte der Mitbewohner auf keinen Fall sein? Unsauber. Er sollte auch also gerne putzen. Und ja, auch nicht so anstrengend. Also mehr so gechillte Leute, ja.